Heiho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Woolly World. Beim letzten Mal haben wir Knotbärs Himmelsfestung gestürmt und Kaugummi-Yoshi erhalten. Und jetzt gibt es die Masche der Buhus. Ah, Masche, versteht ihr, weil... Okay. Ich höre auf damit. Wobei Kamek bringt auch immer diese schlechten Wortwitze mit Fäden und so. Buhus. Ich mag Buhus. Also, nicht unbedingt als Feinde in Spielen, aber... Im Grunde sind sie süß. Das sind die ersten Buhus im Spiel, oder? Kann mich zumindest an keinen erinnern. Sie scheinen zu funktionieren wie immer. Kann ich sie abschießen? Oh, ich habe wieder Angst. Oh nein. Oh nein. Oh, Yoshi zittert wieder. Nein, Yoshi, nicht zittern. Ich hab nichts zum Abschießen. Okay. Okay. Okay, Geisterhaus. Ich hätte gerne eine Lupe. Wenn hier jetzt schon so viele Sachen sind. Ich habe aber keine Wolle, also schätze ich mal, ich komme hier später nochmal zurück. Denke ich mal. Gehe ich mal ganz schwer davon aus. Okay, hier kriege ich Wolle. Das ist sehr schön. Vielen Dank, Spiel. Es ist so ein Labyrinth-Geisterhaus. Schauen wir mal, schauen wir mal. Bin ich wieder am Anfang? Ah, ich bin hier. Ach Gott, Yoshi, hör auf zu zittern, mein kleiner Schatz. Alles wird gut. Du bist ein rosa, knubbeliges Kaugummi. Dir kann überhaupt nichts passieren. Okay. Ich habe ihn abgeschossen, aber es hat ihn nicht gekümmert. Ups. Okay. Da stand, ich soll da hoch. Ich habe noch nicht so ganz begriffen, wie ich da hoch soll. Ich kann nicht auf Buhus draufspringen, oder? Kann ich auf Buhus draufspringen? Au. Nein, kann ich nicht. Kann ich euch von der Seite irgendwie abschießen? Ihr habt keine Eier mehr. Keine Wolle mehr. Ha. Also da war ein Pfeil nach oben. Ich weiß nur nicht, wie nach oben. Also nach oben ist ja wohl eigentlich klar. Es ist halt nur die Frage, wie. Hahaha. Vielleicht kann man mit dem Buhus doch irgendwas, wenn man die von hier aus abschießt. Ja. Okay. Also die Buhus abschießen, während sie blau sind. Gut. Dann rein hier. Okay. Was haben wir hier? Wolle. Das ist schon mal schön. Was ist das denn? Ach, ihr auch nur, wenn ich euch gerade nicht sehe. Aber wenn ihr zumindest dann bleibt, ist das okay. Die scheinen zu bleiben. Nein. Die bleiben nicht. Die bleiben nicht. Die bleiben nicht. Na gut. Also eigentlich nicht gut. Wie da drüben nicht, ne? Ich bin so gut im Winkel abschätzen und zielen. So. Nochmal. Plopp. Plopp. Und jetzt nur noch den da unten. Kann eigentlich nicht so schwer sein, oder? Scheinbar doch. Komm schon, Yoshi. Yoshi. Oh, toll, ey. Bis ich den treffe, habe ich erstens keine Wolle mehr und zweitens sind die anderen wieder. Das Level kann dauern, Leute. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich hab's nicht so mit Winkeln. Ah, cool. Dankeschön. Dankeschön. Ich hätte den Links gar nicht gebraucht. Doch, brauche ich. Doch, brauche ich. Denn hier ist was versteckt. Wolle und Stempel. So, sonst noch irgendwas? Ich sehe nichts aufleuchten. Gut, gehen wir hier rein. Aber coole Mechaniken auf jeden Fall. Ich komme nicht so gut damit klar, aber sie sind trotzdem sehr cool. Sind trotzdem sehr, sehr cool. Ich habe eben ein Fragezeichen gehört irgendwo. Glaube ich. Ich sehe es aber nicht. Hä? Oder hat die Blume dieses Geräusch gemacht? Die Fake-Blume. Was ist da unten irgendwo? Hey, Fake-Blume. Ah, da oben ist eine Schlüssellochtür. Da unten ist ganz viel Zeug. Da unten ist der Schlüssel. Da unten ist ein Stempel und eine Tür. Hier ist eine Tür.
Da unten ist noch ein Fragezeichen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Oh Gott, zu viele Wege gerade. Viel zu viele Wege gerade. Da ist eine Blume. So, hier ist Stempel. Eine Tür. Da oben ist noch eine Tür. So, und dann kann ich bestimmt noch hier irgendwie. Irgendwie. Auf dem Boden? Vielleicht, wenn ich da eine Wand hätte, die ich nicht habe. Gehen wir erstmal hier rein. Gehen wir erstmal in die offensichtliche Tür und gucken, was hier passiert. Bringt mich an einen Ort. An einen Ort mit Fake-Blumen und Stempelchen und Wolle Nummer 2. Okay. So, wenn ich die untere Tür genommen hätte, wäre ich vermutlich da unten rausgekommen. Da müssen wir jetzt auch noch hin wegen dem Stempel. Aber hier oben mussten wir ja auch hin. Da war jetzt auch Stuff. Okay. Wo bin ich jetzt? Hier war ich schon. Okay, sehr schön. Das ist schön. So, war da unten ein roter Schalter? Ah, bestimmt muss ich den roten Schalter aktivieren, damit hier so eine Wand aktiviert wird. Und dann kann ich da, ups, links die Plattform gut abschießen. In Ordnung. Das habe ich begriffen. So, jetzt gehen wir hier rein. Jetzt müssten wir unten sein. Schauen wir mal. Jawohl, das ist unten. Okay, hier ist nichts außer Stempel und Tür. Das geht vollkommen in Ordnung, Spiel. Sind das Herzchen? Nein, Stempel und Blume. Blume 3. Okay, so, ja, Fake-Blume roll du erstmal da weg. Ist mir ganz recht. Okay, plopp. So, jetzt... Nee, ich muss da drüben hoch. Oh, ich glaube, ich hab's schon vermasselt. Okay. Nochmal. Müsste ja eigentlich ganz easy nochmal gehen. Wupp. Hier rein. Und der rote Schalter ist hoffentlich wieder da. Ja. Okay. Plopp. Ich glaube, bin ich schön hochkatapultiert worden. Und die Plattform aktiviert. Und jetzt kann ich hier hoch und... Das ist sehr auffällig hier. Stempel. Sonst nichts. In Ordnung. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Wir müssen noch irgendwie nach da links unten. Ich habe das Gefühl, dass in einem der beiden Geschenke irgendwas Unschönes drin ist. Okay, Buhu, ich brauche ja bestimmt, um hochzukommen. Aua. Ich gucke mich hier erstmal um. Was haben wir hier? Herzchen. Buhu. Nee. Ja toll, wie auch immer ich da drüber kommen soll. Wenn der da rumhängt. Okay, komm mal her, Kumpel. Komm mal weiter her, Kumpel. Ne, bleib hier, bleib. Ich bin doch noch gar nicht richtig drauf. Keine Wolle mehr. Ach je. Okay, da müssen wir auch noch mal rein. Falls da oben noch was war. Oh, hi. Riesenbuhu. Wundervoll. Da ganz links war noch was. Ich hab das gesehen. Kann ich dich abschießen? Ja, kann ich. Cool. Geh mir aus dem Weg. Sind das Herzchen... Ich hoffe einfach mal, dass das Herzchen sind. Wird nämlich langsam echt eng. Nein, eine Blume. Na gut, da war garantiert noch Wolle oben in dem Raum. Garantiert. Moment mal, kann ich hier... Hier nochmal rein? Okay, hier wieder raus. Sind die Shy Guys wieder da? Ja, sehr schön. Wolle. Jetzt muss halt mal ein bisschen warten, bis der riesige Buhu da weg ist. Das ist ein bisschen nervig, aber passt schon. Plopp, und hier rein. Und so, reicht zweimal Wolle. Sollte eigentlich
In der Theorie sollte es das eigentlich tun. Hey, du. Super. Ich bin der Master. Master of Disaster. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Hier gab es keine Wolle. Ich brauche Wolle, Wolle, Wolle. Und Herzchen wären auch nicht schlecht. Aber vor allem Wolle. Vor allem Wolle. Naja, vor allem auch Herzchen, sind wir ehrlich. Wolle und Herzchen. Wolle, Wolle. Mach schneller, Buhu. Dankeschön. Da oben gibt es eine Wallbox, bis ich den ganzen Weg wieder außen rum bin. Nee. Dann lieber so. Okay. Auch mal hier rein. Bisschen doof gemacht, die Stelle, dass hier so wenig Wolle ist. Aber naja. Was soll's? Ich bin selbst schuld, wenn ich immer daneben schieße, was? Döp, döp, döp. Plopp. Und hier rein. Okay. Sollte jetzt aber hoffentlich reichen. Habe ich davor auch schon gesagt, ich weiß. Komm mal ein bisschen höher, Dude. Jawohl. So. Wolle, sehr schön. Wie vermutet haben wir hier Wolle Nummer 3. So, das war alles hier. Dann haben wir hier den Schlüssel gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach oben und müssen eventuell den Riesenbuhu mitnehmen, um überhaupt da hochzukommen. Komm mit, Kumpel. Plopp! Bring mich zur Schlüsseltür, großer Buhu. Ja, toll. Geil. Absolut geil. Absolut super, super awesome. Ich bin total begeistert. Okay. Komm hier hin. Nein, komm ein bisschen weiter hier rüber. Komm erstmal runter. Es ist gerade echt ungünstig mit dem Herzchen. Okay, so. Aber ich brauche den hier weiter drüben, damit ich durch die Tür durchgehen kann. Ohne von ihm getroffen zu werden. So, jetzt. Okay. Herzchen, bitte. Checkpoint. Danke. Vielen Dank. So. Einmal bitte Herzchen voll aufladen. Wie lange es dauert. Und Yoshi zittert. Oh je, oh je, oh je. So. Was haben wir denn hier? Ganz viele von diesen Plattförmchen. Da oben ist eine Tür. Da oben ist noch eine Nicht-Tür. Und da unten ist eine Wallbox. Das heißt, ich werde einfach mal ganz viel rumballern, falls da noch irgendwo was versteckt ist vielleicht. Hat ja gut funktioniert, was? Yeah. Da sind zwei Türen. Zwei Türen. Okay, dann versuche ich jetzt erstmal die linke da zu nehmen. Und schätze mal, dass da was ist. Wenn ich dann irgendwie da hochkomme. Yeah, und jetzt irgendwie diese Tür noch aktiviert kriege. Ja, irgendwie, irgendwann werde ich das schaffen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Okay. So. Perfekt, hier will ich zuerst rein. Weil da komme ich vielleicht da rechts wieder raus und das oben ist dann der richtige Weg. Okay. Ah nein, eine Fake-Blume. Wie gemein. Das ist das richtige Blümchen. Okay, ich will die anderen Sachen aber trotzdem noch. Nicht zur Tür. Nicht zur Tür. Sonst will ich nach oben schießen und gehe durch die Tür durch. Ich kenne mich doch. Fake Blume, okay. Und da.
Fake-Blume, okay. Uns fehlt Wolle, nicht wahr? Uns fehlt zweimal Wolle, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh je, oh je, oh je. So, ich habe halt keine Ahnung, ob jetzt hier irgendwo so eine Plattform dabei ist, wo irgendwas erscheint, wenn man die aktiviert. So nach dem Motto, hey, wenn du diese Plattform aktivierst, dann erscheinen krasse Juwelen. Das wäre halt irgendwie doof, weil dann müsste ich jetzt alle durchprobieren. Was Jahrzehnte dauern würde. Bei meiner Treffsicherheit. Na gut, dann versuchen wir einfach mal da hochzukommen zu der Tür. Hoch. Hoch, Wolle. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier nichts war. Ich hoffe einfach mal. Ich hoffe einfach mal. Buhu, nein. Buhu, nein. Ups. Einfach nein. Okay, kommt mal weiter hier rüber. Ah. Toll gemacht. Toll reingerannt bin ich da, nicht wahr? Richtig super. Herzchen. Glück gehabt. Was fehlt? Zweimal Wolle. Das ist nie im Leben richtig. Nie im Leben ist das richtig so. Okay. Kommt mal her, Leute. Ja, einer reicht. Brauche ich nicht alle hier. Da ist schon mal Wolle. Das ist schon mal gut. Ja, einer von euch darf mitkommen. Einer! Einer, habe ich gesagt! Oh, es ist sogar Wolle 4. Der Sprung war übel. So, jetzt muss ich hier gucken, ob hier irgendwo was ist. Nein. Okay, ja, es ist echt krass. Man hat alle 20 Stempel, aber es fehlen noch 2 Wollknäule. Das ist schon krass. Ist schon krass, ne? Kann ich den einen abschießen, damit der einfach mir aus dem Weg ist? Danke. Wahrscheinlich kommt der jetzt aber gleich von oben wieder. Ich hab's vermasselt. Ich hab's vermasselt, Leute. Na gut, kommt hierher. Kommt her. Ich lege mich so lange hier hin und warte. Hier, ja, geh du mal weg. Und dann kann ich hier drauf. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist nur für eine Wand, ne? Das heißt nur... Okay, ich brauche euch hier drüben. Ich brauche euch hier drüben, Leute. Aber ich kann es auch so machen. Nein! Oh nein, nicht die Herzchen, nicht die Herzchen, nicht die Herzchen. Oh, da kriegen wir bestimmt keine mehr. Ach nö, ach nö. Ich will hier nicht nochmal durch müssen. Ja, toll, du bist aber zu weit oben. Ja, ganz toll. Ganz toll. Mir fehlen Herzchen. Mir fehlen Herzchen und einmal Wolle. Oh, Herzchen. Oh, nie im Leben kommen Herzchen, ey. Verdammt. Hä? Ach, ich kann da drauf springen. Gut zu wissen. Aber die Herzchen fehlen, ne? Na gut. Na gut, kann man nichts machen. Muss ich nochmal durch. Okay, aber den Rest haben wir eingesammelt. Und es sind wieder sehr coole Farben für den nächsten Yoshi. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was das werden wird. Kann ja alles sein. Wir wissen, das Spiel kann sehr random sein. Karome Yoshi, Hosen Yoshi. Da
ist ja echt alles vorhanden. So. Das sieht sehr evil aus. Grusel-Yoshi. Okay. Okay, Grusel-Yoshi. So. Dann schnappe ich mir Grusel-Yoshi. Ich werde die Herzchen irgendwann später holen. Ja. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit dem Shy Guy auf dem Fließband. Also dann. Ciao, ciao.